Das Bett ist fertig, der Schrank steht und in dieser Episode zeigen wir euch, wie wir den Küchenkorpus für die Küche gebaut haben. Bleibt dran. Ich hoffe, das passt jetzt. Ich habe keine Ahnung, du, ganz ehrlich. Ich krieg das nicht hin. Das funktioniert so nicht. Ich krieg keinen Nervenzusammenbruch. Ich schon. Alles komplett schief. Okay, dann passiert nur was überhaupt nicht. Sehen Sie jetzt Andi beim Einparken. Er ist noch dabei. Mal drehen. Jetzt kommt er langsam. Sieht in der Kamera jetzt fast so aus, als ob er es reinschafft. Tut er wahrscheinlich nicht. Ja, nochmal. Wo stellt man das denn hin? Überhaupt nicht. Ah doch, dann kommt das schon ganz gut hin. Noch ein Stück zu mir. So ungefähr. Ich hoffe, das passt jetzt. Ich habe keine Ahnung, du, ganz ehrlich. Vielleicht noch ein Stück wieder zu dir. So ungefähr. Ja. Ich hoffe. Ich weiß es nicht. Vertraust du mir oder vertraust du mir nicht? Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Vertraue dir blind. Hast du es gerade wieder verschoben? Nein. Ja, wenn hier irgendwas wackelt, dann passt es wieder nicht. Ich krieg das nicht hin. Das funktioniert so nicht. Passt entweder an einer Seite oder an der anderen. Ich habe halt Angst, die Platte, wenn wir die jetzt kaputt sägen, dann müssen wir halt eine neue kaufen. Das ist scheiße. Ja. Das heißt, das muss passen. Wir holen Backpapier auf Rolle, das dann ausrollen und das dann als Schablone nehmen. Breit genug müsste das sein. Breit genug? Ist das so breit? Backblech ist das so breit? Strich schön. Ja, jetzt ist egal. Wird schon sein. Passt schon. Kannst du wieder wegnehmen. Och. Ich hab doch den Strich gemalt. Jetzt kann man wieder hier erstmal die Löcher bohren, dann zeichne ich da an. Und dann ist denn der Meisterbügler? So, ein bisschen? Das macht er immer. Bügel rein, glücklich sein? Ja, aber vorher noch ein Keks. Als wir die Küche gebaut haben, war unser erster Gedanke, dass wir sie komplett mit Dübeln zusammenbauen. Für uns war es das erste Mal, dass wir selbst mit Dübeln gearbeitet haben. Also jetzt nicht das erste Mal, sondern wir haben natürlich schon vorher ein paar Schränke mit Dübeln aufgebaut. Aber wir haben halt die Dübellöcher selber gebohrt und als wir die Dübellöcher gebohrt haben, war uns dieser sogenannte Meisterdübler eine sehr große Hilfe, weil damit kann man sehr präzise arbeiten und das erspart eine Menge Arbeit, was das Messen und so angeht. Den Meisterdübler verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Wie gehen wir zum besten vor, wenn wir erstmal das reinstecken? Nachdem wir dann das reingesteckt haben. Stecken wir das erst in das und stecken das dann ran oder das erst in das und dann beide ran oder?
vielleicht das erst in das und wir stützen das kurz ein bisschen von unten ab mit der Kiste oder so. Und dann das schnell in das und dann verzwingen wir alles zusammen oder so. Vielleicht können wir auch zwei Latten noch drunter legen, damit wir von unten dann verzwingen können. Dann die Küche dann auch, damit wir sie unten runter verzwingen können. Auf drei. Sag, wenn du soweit bist. Und los. Keinen Nervenzusammenbruch. Ich schon. Habe ich nicht. Schön für dich. Ja, dann versuchen wir es. Ich kipp sie einmal so an, dann kannst du den Leim reinmachen. Dann machen wir sie drauf, zwingen sie rechts und links mit dem großen Zwingen fest, haben dann einmal unser drauf. Wird schon nicht funktionieren. Ich bin sehr positiv gestimmt. Dann mache ich da mal überall einen Klecks. Ja. Als wir dann die Küche zusammengebaut haben mit den Dübeln, haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass es mit den Dübeln sehr, sehr instabil war. Und weil Anna mal wieder recht hatte und vorher gesagt hatte, nein, wir müssen auch mit Winkel noch in die Ecken machen, haben wir dann relativ schnell gemerkt, so ja, okay, da werden wir nicht dran vorbeikommen. Und deswegen haben wir hier an den markanten Stellen noch Winkel reingesetzt, um eine größere Stabilität zu haben. Die Platte oben haben wir mit Osmo-Dekorwachs behandelt in der Farbe Mahagoni Transparent. Das ist die gleiche Farbe, die wir auch schon für unsere Decke im Bus benutzt haben, sodass farblich alles gut zusammenpasst. Der große Vorteil vom Osmo-Dekorwachs ist, dass das überhaupt nicht ausdünstet, sogar für Kinderspielzeug geeignet ist. Also man muss sich da überhaupt keine Gedanken machen, dass man irgendwelche komischen Gerüche im Bus hat, auch bei höheren Temperaturen nicht. Und außerdem ist der Vorteil, dass sich das super, super easy verarbeiten lässt. Den unteren Teil der Küche werden wir auch noch mit Dekorwachs behandeln, aber in Weißtransparenz, so wie wir das auch bei unserer Seitenverkleidung gemacht haben, dass es alles zusammenpasst und insgesamt nicht zu dunkel wird. Auch damit ist das Holz dann dort geschützt. Die Produkte, die wir verwendet haben, verlinken wir euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Als Material haben wir uns für Tischlerplatte entschieden, 16 mm dick. Der große Vorteil davon ist, dass sie relativ leicht ist, aber super stabil. Zur Aufteilung der Küche. Hier in das Fach kommt unsere Wasserversorgung rein, also unsere Wasserkanister. Ein Video zur Wasserversorgung werden wir noch extra machen und da alles genau erklären, wie wir das gelöst haben.
Dann kommen hier neben in das große Fach Schubladen, sowohl dort in das große als auch hier in die drei kleinen, sodass wir da jede Menge Staumöglichkeiten haben, sowohl für Küchenkram als auch noch anderen Stauraum. Da werden wir aber bestimmt auch noch ein extra Video zu machen, wie wir dann die Schubladen bauen und die Küche fertig machen. Und hier unten in dieses längliche Fach kommt keine Schublade, sondern man kann dann eben hier von hinten von der Hecktür etwas reinschieben. Hier wird eine Klappe vorkommen und da kann dann zum Beispiel optimal unser Campingtisch Platz finden. Das war's für dieses Video. Die Küche steht soweit, der Korpus ist fertig und im nächsten Video zeigen wir euch dann, wie wir das mit der Wasserversorgung geregelt haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und schreibt uns in die Kommentare, wie euch unser Küchenkorpus denn so gefällt. Vergesst nicht, auf Abonnieren zu drücken und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch kein Video in der Zukunft mehr verpasst von uns. Und damit sagen wir Tschüss!